Können wir das vielleicht mit der Spritze irgendwie... Damit kann ich das Gehäuse auch nicht knacken. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Okay. Mit dem Bohrer? Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ah! Au! Yeah! Uah! Okay. Können wir das irgendwie mit dem Glas? Haha! Ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Okay, Glas mit energiereichem Wasser. Und wir hatten ja irgendwann gelernt von Wenzel, irgendwas ist mit dem Stier. Können wir den auch anbohren? Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Hallo? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Können wir den Stier irgendwie drehen? Toro! Ha. Wenn der Stier nicht hinguckt, können wir... Aha! Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. What? Und jetzt? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Ach, immer noch nicht? Was nutzt der beste Matador? Dann auf das Schild? Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Und jetzt? Und heute, liebe... so schon mal nicht. Dann vielleicht mit der Spritze? Keine Ahnung. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. What? Stierblut? Check. Oh, gut. Perfekt. Spritze mit Taurin. Aha. Energiereiche Säure und belebendes Stierblut. Genau, was gutes Kaffeewasser braucht. Das klingt irgendwie hart eklig. Super eklig. Okay. Energiereiches und beleben. Ne? Belebendes. Dann gucken wir. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Ja, bei Wenzel. Das wollen wir ja nicht. Belebendem Wasser. Ja, bei Wenzel ist eigentlich das einzige Wasser. Ne, hier ist nicht das Wasser. Im Keller ist das Wasser. Hier ist das Wasser. Ich hätte gern das Wasser, bitte. Rufus. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ja. Oh, hier haben wir noch die Wünscheroute. Jetzt haben wir die endlich wieder zurück. Ja, okay, können wir jetzt nach Wasser suchen? Das ist die Wünscheroute von meinem Dad. Können wir es einfach, wo sind wir? Hier sind wir. Können wir es einfach irgendwie benutzen die ganze Zeit? Wo geht's hier hin? Zu Toni, bei Toni gibt es immer noch kein Wasser. Bei Toni im Laden. Irgendwie gibt es in Kuwak nicht wirklich viel Wasser. Nee, nicht zum Dorfzentrum. Ach man. So, gucken wir mal bei Toni. Wir könnten immer noch solche Coupons holen. Ja, aber du nimm die Füße. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und sieh her, meine Füße sind schon mal nicht auf irgendeinem Tisch. Nicht aufregen, Toni. Nicht aufregen. Tief durchatmen.
Okay, so, ich habe ein bisschen den Dialog geskippt, aber das sind Wie halt war diese das gleich Coupons. Mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Ja, die sind ja für die Post. Das ist irgendwie... Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Ja, mit den Zutaten sind wir ja schon ich fast muss weg. Durch. Uns fehlt das sage ich schon seit Jahren. Wasser. Aber du bist immer noch da. Ja, ich hätte gern solche Coupons für die Post. Vielleicht, weil wenn wir finden ja die Uhr für die Post nicht. Vielleicht können wir aber mit den Coupons dann doch in die Post. Haben wir irgendwas, was wir ihr geben könnten? Dieses gute Wasser könnten wir ihr geben. Um Himmels Willen, das wäre Selbstmord. Okay, wir geben ihr nicht das Wasser. Irgendwie, ja, das ihre Medizin sollte sie nehmen. Aber das will sie ja nicht, das hatten wir ja auch schon ausprobiert. Können wir sie abschießen? Das würde sie nur noch wütender machen. Okay. Vielleicht machen wir sie nicht wütend. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Okay. War schon die ganze Zeit das offene Fenster hier? Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Wir sind irgendwie zu nett. Können wir denn irgendwie... Der Jäger erblickt seine Beute. Er schleicht sich heran, geschmeidig. Jede Bewegung ein Gedicht. Vorsichtig nimmt er die Flasche Narkotikum aus seiner Tasche, öffnet sie behutsam und wirft sie Toni gegen den Kopf. Mir gefällt die Richtung des Plans, aber dem Ende fehlt noch die gewisse Finesse. Also wir schmeißen das Narkotikum durch das Fenster, aber nicht an ihren Kopf. Können wir was anderes schmeißen? Irgendwie haben wir nichts zum Werfen. Ja, das könnte man werfen. Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Zielhilfe würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. Ohne Zielhilfe... Ich weiß nicht, können wir das kombinieren? Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Nur dem Pfeil fehlt noch das gewisse Etwas. Das gewisse Etwas? Können wir das da reintun? Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Ja, das soll ja auch nicht... Okay. Ich bin tödlich. Wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift, Geheimagent. Haben wir jetzt einen Giftpfeil? Okay. Ja, natürlich. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Was denn auch sonst? Tatsache. Ja. Blasrohr. Au! Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Okay, können wir jetzt Coupons klauen? Ein Stapel Coupons? Hey, Toni! Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht mehr... Und da ist ja... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt.
Jetzt ist Toni aber wieder grantig. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ja. Ja gut, wir haben jetzt die Coupons. Vielleicht kommen wir mit den Coupons in... Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Aber wir haben Coupons. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Nein, ich will nicht einmal dem Vorschlag schenke ich Beachtung. Okay, ich habe mir eigentlich erhofft, dass wir durch die Coupons halt einfach in die Post dürfen, weil wir halt Coupons haben. Keine Ahnung. Ja, okay, dann brauchen wir immer noch Wasser. Hier ist ein Wassersymbol. Können wir damit denn nichts machen? Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ich finde es gut, dass hier einfach so Nummer 1 steht. Können wir denn mit der Wünschelrute Wasser suchen? Oha. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Ach Gott, Rufus. Aber eigentlich ja ganz gut, weil sein Vater hat ihn ja die Wünscheroute überlassen, sozusagen, dass er... Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. Ja. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Finde ich gut. Ah, okay. Jetzt haben wir Schnaps, ehrlich? Der Duft erinnert mich an etwas. Dad's Aftershave? Okay. Können wir hier nochmal die Wünscheroute verwenden? Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Keine Reaktion. Dads Wasserquelle muss woanders sein. Keine Reaktion. Dads Wasserquelle muss woanders sein. Da tut sich was. Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Ja, okay, aber Schnaps. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Echt? Ach Gott. Ja. Energiereiches, belebendes und klares Wasser. Okay, dann haben wir alle Zutaten. Dann können wir eigentlich noch schnell zu Lonzo gehen. Er ist dann wohl für das Wasser. Okay, gut. Packen wir das Wasser da rein. Ab in den Tank damit. Und das Kaffeepulver packen wir mal hier rein. Das Pulver habe ich schon mal. Gut, wieder zu. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Oh, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt,
habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Aua. Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Okay. In erster Linie, ja, in der Cutscene ist wieder mein Controller angegangen. Warum auch immer. Sorry dafür. Und in zweiter Linie, oh mein Gott, die ganze Bar ist zerstört gefühlt. Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Okay, der arme Lonzo, ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Okay, ich glaube, das war's. Wir haben jetzt Kaffee für Goal.